Gerade Ende der 80er Jahre entstanden viele Fernsehserien mit hohem Beliebtheitsgrad. Darunter Magnum, Das A-Team, Miami Vice, Airwolf, Alf, um nur einige zu nennen. Jetzt gibt's wieder eine Serie von damals auf der großen Kinoleinwand zu bewundern. 21 Jump Street. Die Serie lief in den USA von 1987 bis 1991 und brachte es immerhin auf 103 Folgen in 5 Staffeln. Hauptdarsteller und Publikumsliebling war damals ein jugendlicher Schauspieler namens Johnny Depp. Richtig, den wir heute als Jack Sparrow kennen. Wir in Deutschland durften ab 1990 auf RTL in den Genuss der Serie kommen. Die Serie handelte von einer Gruppe jugendlich aussehender Polizisten, die undercover in Schulen ermittelten. Dabei mussten typische Probleme von Jugendlichen wie Liebeskummer, Geldmangel, Trunkenheit und Drogenmissbrauch, welche meist der Auslöser für die Straftaten waren, abgehandelt werden. Wie damals üblich wurden die Themen so aufgebaut, dass es eine moralische Lehre für die Zuschauer gab. Der Serientitel benannte sich nach der Adresse, in der das damalige Hauptquartier der Truppe, eine alte Kirche, lag. Nämlich in der Jump Street Nummer 21. In der Neuverfilmung werden die beiden Polizisten Schmidt und Jenko, nachdem sie bei einer Verhaftung Mist gebaut haben, zur 21 Jump Street Abteilung Jugendkriminalität versetzt. Hier sollen sie undercover als Schüler einem Drogenhändlerring auf die Spur kommen. Während für den sportlichen, aber etwas unterbelichteten Schönling Jenko darin kein Problem besteht, ist es für Schmidt eine Herausforderung. Ungern erinnert er sich zurück, wie aufgrund seiner dicklichen Statur gehänselt wurde und bei jedem Mädchen abgeblitzt ist. Als sogenannter Streber hatte er es nie leicht. Doch nun 7 Jahre später sieht es an der Schule anders aus, sehr zum Erstaunen beider. Streber sind beliebter denn je und Schmidt beginnt sich erstmals in der Schule wohlzufühlen. Sicher trägt dabei auch die schöne Molly bei, in die er sich gleich verliebt hat. Für Jenko ist es dagegen die Hölle, denn nach einer Verwechslung sitzt er in einen Streberkursen und hängt mit den Nerds ab. Da ist Chaos vorprogrammiert und beide fliegen schon fast am ersten Tag von der Schule, sehr zum Ärger vom Captain. Schmidt und Jenko entdecken, dass der Schüler Erik mit dem Drogenring zu tun hat. Doch nicht, um als Undercover-Cops aufzufliegen, lassen sie sich von ihm überreden, die Droge zu testen. Und das mit chaotischen Auswirkungen. 21 Jump Street habe ich zuerst skeptisch beäugt. Eine einst gute Serie, vor allem mit Johnny Depp, kann die als Komödie funktionieren? Sie kann. Ohne die Serie zu kopieren und nur auf dem Grundthema aufgebaut, dazu die heutige Schulsituation, ergeben eine gute Ausgangsbasis. Mit Hill und Tatum im Mittelpunkt, die jeder auf seine Art trottelig spielen, wird kein Chaos oder Klischee ausgelassen. Dies ist mehr als erfrischend, da der Humor ziemlich abgedreht ist und die Szenen oftmals sehr überspannt wurden. Auch wenn ihre Ausdrücke voll mit sexuellen Anspielungen sind, wie schon Filme im Stil von Hangover es vorgemacht haben. Aber das ist nicht schlimm, da eben auf ein älteres Publikum abgezielt wird. Will Lord und Christopher Miller beweisen nach ihrem Animationsfilm Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, dass sie auch einen Film mit echten Schauspielern solide umsetzen können. Zusammengefasst kann man sagen, 21 Jump Street ist eine gelungene Komödie über die Highschool, dem Erwachsenenwerden und wir Cops nicht sein sollten. All dies wurde gemischt mit einer Prise Hommage an die alte Serie und dem Kinogenre überhaupt.